Nach einem guten Börsenjahr sind die Kurse jetzt im September etwas deutlicher zurückgegangen. Wie sind die Aussichten für den Rest des Jahres? Sind die schwächelnden Kurse im September der Vorbote für die Jahresendrallye oder bleibt sie dieses Jahr aus? Der Monat September wird seinem Ruf als schlechter Börsenmonat mal wieder gerecht. Und das hat vor allen Dingen etwas mit der Geldpolitik der Notenbanken zu tun. Denn wir haben ja in den vergangenen Wochen zwei wichtige Entscheidungen bekommen. Einerseits von der Europäischen Zentralbank, die Zinsen nochmal um 25 Basispunkte erhöht hat. Gleichzeitig aber in Aussicht gestellt hat, dass, wenn nicht etwas ganz, ganz Unvorhergesehenes noch passiert, wahrscheinlich der Zinsgipfel erreicht ist. Und dann auch die amerikanische Notenbank, die ein bisschen anders agiert hat, die Zinsen nicht weiter erhöht hat, aber sich quasi noch so ein Hintertürchen offen gelassen hat für den Fall der Fälle, dass die Inflationsrate vielleicht noch zu hoch sein könnte in den kommenden Monaten und dass man dann vielleicht nochmal die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht. Entscheidender eigentlich für die Kapitalmärkte und für die Anleger waren aber die Aussagen und die wirtschaftlichen Projektionen der amerikanischen Notenbank. Denn die hat eigentlich ein, ja, auf den ersten Blick sehr schönes Szenario aufgemalt, nämlich einerseits mehr wirtschaftliches Wachstum, als man bisher erwartet hat. Und gleichzeitig auch etwas weniger Inflation, aber nicht so viel weniger Inflation, dass man im nächsten Jahr deutlich die Zinsen senken könnte. Und das ist einigen dann doch etwas sauer aufgestoßen. Das heißt also, dieser Ausblick, dass die Zinsen für einen längeren Zeitraum noch auf einem höheren Niveau bleiben, das hat jetzt zu steigenden Anleiherenditen geführt und das insbesondere dann wieder bei Technologieaktien zu Kursverlusten. Und die Frage ist, sollte man das jetzt alles für bare Münze nehmen, was einem die Notenbanken erzählen? Ich glaube, man sollte da sehr vorsichtig sein, weil sich eigentlich herausgestellt hat, dass die Zentralbanken, auch wenn sie natürlich große Stäbe haben und viele Volkswirte und Volkswirtinnen beschäftigen, dass sie mit ihren wirtschaftlichen Prognosen auch nicht besser liegen als andere und sie auch keine Glaskugel haben, mit der sie in die Zukunft schauen können. Also insofern ist ein Szenario, so wie jetzt vorgestellt von der US-Notenbank, mit mehr Wachstum und gleichzeitig verhältnismäßig wenig Inflation, eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Wenn man mal in die Vergangenheit schaut, muss man sagen, häufig war es so, wenn die Geldpolitik dermaßen restriktiv geworden ist, wie das jetzt der Fall ist, dann führt das über kurz oder lang doch auch zu mehr wirtschaftlichen Bremsspuren. Und das würde dann da bedeuten, dass vielleicht die Konjunktur dann 2024 nicht ganz so gut läuft, wie die Notenbank das jetzt in Aussicht stellt. Und das würde dann möglicherweise doch auch die Möglichkeit für mehr Zinssenkung geben. Nichtsdestotrotz, auch mit dem aktuellen Szenario, glaube ich, brauchen Anlegerinnen und Anleger da nicht schwarz zu sehen. Denn auch wenn das vielleicht weniger Rückenwind von der Zinsseite gibt, dass die Zinsen also nicht so schnell und stark zurückgehen, wie vielleicht noch erwartet worden ist, spricht das positive wirtschaftliche Umfeld, das man im Moment erwartet, durchaus dafür, dass die Unternehmen und die Unternehmensgewinne, und das ist eigentlich der wichtigste Einflussfaktor für die Aktienkurse, dass die sich weiter positiv entwickeln. Und genau das sehen wir auch in den Gewinnschätzungen der Analysten. Die werden nämlich für viele Märkte und Regionen weiter angehoben. Das heißt also, man sollte sich jetzt hier von einem schwachen September nicht zu sehr beeinflussen lassen. Das Jahresende, die letzten 2-3 Monate des Jahres sind normalerweise auch die besten Börsenmonate. Insofern gehen wir davon aus, dass wir bis zum Jahresende durchaus noch höhere Kurse sehen werden.